Der Mensch hat im Laufe der Jahrtausende die verschiedensten Hilfsmittel erdacht, um die Überwindung von Wegstrecken rascher und bequemer zu bewältigen. Aus den anfangs handwerklich hergestellten Fahrzeugen sind in immer kürzeren Zeiträumen immer kompliziertere technische Weiterentwicklungen entstanden. Mit zunehmender Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit wuchsen die Probleme, die es bei jeder Verbesserung zu lösen galt. So schwierig Konstruktion und Ausführung der Transportmittel aber auch geworden sind, sie beruhen immer auf denselben physikalischen Gesetzen. Um 1600 soll den Naturwissenschaftler Galileo Galilei ein simpler Vorgang im Dom zu Pisa zu einem Gedankenexperiment veranlasst haben. Er beobachtete, dass der leicht schwingende Kronleuchter bei jedem Ausschlag fast jene Höhe erreichte, die er zuvor auf der anderen Seite hatte. Galilei übertrug diesen Vorgang auf eine Kugel und auf zwei schiefe Ebenen. Der geringe Höhenverlust der Kugel ist durch Luftwiderstand und Reibung bedingt. Galilei ließ die Neigung der einen Bahn flacher werden. Wiederum erreichte die Kugel beinahe die Höhe ihres gegenüberliegenden Ausgangspunktes. Bahn und Laufzeit wurden dabei länger. Galilei dachte sich die zweite Ebene immer flacher, zuletzt als waagrechte, und kam zu der Erkenntnis, dass die Kugel unaufhörlich weiterlaufen würde, wenn es keinen Luftwiderstand und keine Reibung gäbe. Das heißt, Körper, auf die keine Kraft wirkt, bleiben in dem Bewegungszustand, den sie gerade innehaben, also in einer gleichförmigen Bewegung auf geradliniger Bahn. Oder im Zustand der Ruhe. Dieser Satz von der Trägheit der Masse auf eine Alltagssituation übertragen. Ein Körper, das Paket, verharrt im Zustand der Ruhe. Oder im Zustand der gleichförmigen Bewegung, solange keine Kraft auf ihn wirkt. Dasselbe physikalische Verhalten lässt sich beim Menschen beobachten. Fährt ein Auto plötzlich an, verliert der Mensch das Gleichgewicht, weil er den Zustand der Ruhe beibehält. Wird das Fahrzeug gebremst, setzt der menschliche Körper die Bewegung fort. Bleibt zum Beispiel ein Auto, das 50 km pro Stunde fährt, plötzlich stehen, müsste sich der Fahrer so stark abstützen, als würde er ca. 2000 Kilo stemmen. Da ein Mensch diese Kraft nicht aufbringen kann, fällt der Körper nach vorne. Sicherheitsgurte hemmen bei Notbremsung oder einem Zusammenstoß die Vorwärtsbewegung des Menschen und verringern die durch das Trägheitsgesetz bedingte Verletzungsgefahr. Autofahren ist selten eine gleichförmige Bewegung, sondern meist ein ständiger Wechsel von Beschleunigung und Verzögerung. Die Trägheit der Körper erfordert für jede Änderung der Geschwindigkeit eine Kraft. Die Antriebskraft des Motors beim Beschleunigen und die in die entgegengesetzte Richtung wirkende Bremskraft beim Verzögern. Streikt einmal der Motor und der Wagen bleibt stehen, kann man als Betroffener spürbar feststellen. Je größer die Masse des Autos und damit auch seine Trägheit ist, umso größer muss auch die Kraft sein, die notwendig ist, das Fahrzeug in Schwung zu bringen.
Um die sechsfache Masse in gleicher Weise zu beschleunigen, ist die sechsfache Kraft notwendig. Die notwendige Kraft ist proportional zur Masse. Genauso verhält es sich mit der Beschleunigung. Sie ist bei gleicher Masse umso größer, je größer die wirkende Kraft ist. Ein Rennwagen, der gleich viel Masse wie ein PKW besitzt, aber die fünffache Motorkraft, kann fünfmal so schnell beschleunigen, wenn eine optimale Bodenhaftung gegeben ist. Die Beschleunigung ist proportional zur wirkenden Kraft. Das sich daraus ergebende Grundgesetz der Mechanik verdanken wir dem Physiker Isaac Newton. Er stellte im 17. Jahrhundert in einer Reihe von Versuchen fest, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Auf Englisch, Force equals Mass, multiplied by acceleration. Die Anfangsbuchstaben der englischen Wörter geben die Formel F ist gleich M mal A. In Erinnerung an diese physikalische Großtat bezeichnet man heute die Einheit der Kraft als Newton. Man versteht darunter jene Kraft, die notwendig ist, um eine Masse von einem Kilogramm innerhalb einer Sekunde auf die Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde zu bringen. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit eines Spaziergängers. Ein Newton entspricht etwa der Anziehungskraft, die die Erde auf einen Körper mit der Masse von 100 Gramm ausübt. Jede fortschrittliche Fahrzeugentwicklung muss die Abhängigkeit von Kraft, Masse und Beschleunigung berücksichtigen. Sie wird sich bemühen, je nach Verwendungszweck des Fahrzeuges, eine optimale Abstimmung der drei physikalischen Größen zu erreichen. Die Leichtbauweise, also die Verwendung einer möglichst geringen Masse, verringert den Kraftaufwand. Das bedeutet geringeren Treibstoffverbrauch. Stromlinienförmige Karosserien ohne Ecken und Kanten reduzieren den Luftwiderstand und damit ebenfalls den Kraftaufwand. Tests im Windkanal liefern Konstruktionsdaten für die ideale Formgebung. Aus Gründen der Sicherheit und der Transportleistung kann die Masse aber nicht beliebig verringert werden. Will man daher die Beschleunigung des Fahrzeuges zusätzlich steigern, muss wiederum die Motorkraft erhöht werden. Eine gute Beschleunigung ist ein Sicherheitsfaktor. Man kann heikle Verkehrssituationen besser bewältigen. Das ständige Ausschöpfen der Beschleunigung, wie etwa im Rennsport, ist aber bei normalen Verkehrssituationen nicht sinnvoll. Es erfordert durch den höheren Kraftaufwand einen höheren Treibstoffverbrauch. Und führt zu einer größeren Belastung der Umwelt. Ökologische und wirtschaftliche Überlegungen setzen hier Grenzen. Außerdem wirken auf das Auto neben den Kräften, die den Bewegungszustand verändern, also Beschleunigungskraft und Bremskraft, zusätzliche Kräfte, die zu berücksichtigen sind. So drückt die Gewichts- oder Schwerkraft das Auto auf die Fahrbahn. Jede Fahrbahn besitzt aber Unebenheiten, die sich auf das Fahrzeug übertragen und es in Schwingungen versetzen. Je größer die Geschwindigkeit, umso eher verlieren die Räder aufgrund der Trägheit die Bodenhaftung. Versuche zeigen die enormen Belastungen, denen Fahrzeug und Fahrer durch die ständigen Auf- und Abbewegungen ausgesetzt sind. Um sie erträglich zu machen, verwendet man Stoßdämpfer oder besser gesagt Schwingungsdämpfer.
Gäbe es sie nicht, wäre das Auto schon bei 30 km pro Stunde kaum mehr lenkbar. Gleichzeitig entwickelt man möglichst leichte Räder, die durch ihre geringere Trägheit den Unebenheiten der Fahrbahn besser folgen. Aus Sicherheitsgründen darf aber die Gesamtmasse des Autos nicht zu gering werden. Ein Körper behält durch seine Trägheit nicht nur die Bewegung bei, sondern auch die Richtung dieser Bewegung. Deshalb ist für Richtungsänderungen ebenfalls eine Kraft notwendig. Sie ist beim Auto proportional dem Lenkeinschlag. Je enger die Kurve, desto größer muss bei gleicher Masse und Geschwindigkeit die Kraft sein. Sind Geschwindigkeit oder Masse im Verhältnis zum Kurvenradius zu groß, reicht die Kraft nicht aus und das Auto beginnt zu schleudern. Alle diese Kräfte haben einen bestimmten Angriffspunkt, den Schwerpunkt. Er sollte möglichst tief liegen. Was hier geschieht, bewirkt das Gegenteil. Gib's mir bitte rüber. Ja, was? Ja. Werden Autos mit Gepäckstücken auf der Dachgalerie überladen, rückt der Schwerpunkt der Gesamtmasse nach oben. Das hat zur Folge, dass die im Schwerpunkt ansetzenden Kräfte bei Richtungsänderungen das Fahrzeug verhältnismäßig leicht zum Kippen bringen, weil der Weg bis zur Kippkante immer kleiner wird, je höher der Schwerpunkt liegt. Kritische Situationen zeigen deutlich, wie gewaltig jene Kräfte sind, die auf das Fahrzeug einwirken und wie sehr es auf die Beachtung grundlegender physikalischer Gesetze ankommt. Die Trägheit der Körper . Die Bewegungsgleichung, die besagt, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Und auf die Kraftwirkung, die bestimmt wird durch Größe, Richtung und Angriffspunkt der Kraft.